Ich arbeite gern. Ich arbeite gern. Warum eigentlich? Ich komme bald in die Wechseljahre und Männer meines Alters werden dann 20-jährige Mädchen in offenen Wagen transportieren, während ich keinen Kaffee mehr bestellen kann, weil ich unsichtbar geworden bin. Den Orgasmus täusche ich vor. Ich habe ein Kind, ich bin ihm eine schlechte Mutter, meinem Ex-Mann eine schlechte Geliebte, denn ich will keine Reizwäsche mehr tragen, die nur... Die In dem Stück Hauptsache Arbeit von Sibylle Berg geht es eigentlich um eine Gesellschaft, die in völliger Angststarre lebt, also die wirklich Angst hat, ihre Sicherheiten zu verlieren, Angst hat, den Job zu verlieren, den Arbeitsplatz. Und aber eigentlich geht es wirklich so um die Grundangst in jedem Menschen, aus seinem Sicherheitsnetz rauszufallen. Ich arbeite mehr als alle meine Kollegen. Ich will Ihren Tagesablauf hören. Ich komme so gegen 8. Ja. Genauer. Okay. Das Stück ist eine wahnsinnig gute Mischung aus Melancholie und Gesellschaftskritik. Und dann hat es dazu einen wirklich extrem bösartigen und sehr lustigen Humor, so, weil der wirklich sehr schwarz ist. Und es schafft es aber trotzdem, dass es einen berührt. Das ist mein Leben. Und das jetzt noch zu verändern, das bräuchte eine Kraft, die ich nicht mehr habe. Also ich habe schon mehr Lust, tatsächlich diese Bitterkeit zu zeigen und die Zerstörung. So. Es ist sicher trotzdem lustig, aber es versucht schon eigentlich so auf der Melancholie-Ebene aufzuspringen. Ich hatte mir so gewünscht, Spuren zu hinterlassen und habe aufgegeben. Einige werden dumpf, andere bitter, andere wütend. Aber aufgeben tun wir alle. Es ist nicht die Arbeit, die euch unglücklich macht an manchen Tagen. Essen? Die falschen Ideen, denen wir heute begegnen wollen, seid ihr dabei? Ich als Schauspieler, ich empfinde mich noch so sehr allein in diesem Stück und wie man damit umgeht, diese Gruppe zu führen und einfach sein Ding durchzuziehen, das fühlt sich noch seltsam an. In meinem Leben vor Leute hinzustehen oder die zu motivieren oder die zu spiegeln, das finde ich spannend. In dem Sinne ist es fremd, die Kollegen auf eine Fährte zu führen, um dann im richtigen Moment reinzuhauen. So. Und das ist so ein spannender Aspekt der Rolle und ich glaube, da werde ich während der Vorstellung dann erst so richtig die Freude daran finden. Ihr habt keinen Firmenparkplatz, euer Anzug ist billig. Eure Visitenkarte lächerlich. Und an eine Sekretärin mit großen ist nicht mal zu denken. Euer Körper sind übersäuert von zu viel Kaffee und schlechtem Alkohol. Der ständige Hass hat eure Verdauungsorgane verätzt. Und Enttäuschung ist die häufigste Todesursache. Den Text finde ich ganz toll. Ich finde diese Kunstsprache auch ganz spannend. Von Sibylle Berg und ich finde die Figuren auch total liebenswert in ihren Ängsten. Ohne Beschäftigung wird der Mensch immer, läuft Armut oder schießt Mädchen, die er nicht gewollt haben, nur weil er keine Arbeit hat. Das ist ein Menschenrecht, zu arbeiten und angestellt zu sein. Mucho macho, mucho macho, hoi, hoi, hoi.